Hallo Leute! Ja, jetzt kommt sozusagen eine Quest-Folge, oder besser gesagt, ich queste jetzt meine ganzen Quests, die ich halt so habe, und das sind ganz schön viele. Naja, es geht. Also es sind schon welche dabei. Also Südhof, das machen wir nicht, aber wir machen die Quests hier, solange bis die Zeit halt. Auf jeden Fall nur 15 Minuten, nicht länger. Ja. Genau. Und einfach quer durch. Nichts Bestimmtes. Ich mache einfach quer. Ich fange jetzt einfach mal an. So. Wir sind bei Donald dem Schneider. Hallo Evangelina. Wie geht's? Hast du gemerkt, wie aufgeregt die Leute im Dorf sind? Alle freuen sich schon so auf den Valentinstag. Ich würde mich ja auffreuen, wenn ich nicht so gestresst wäre und so viel zu tun hätte. Danke, dass du fragst, Evangeline. Aber ich weiß wirklich nicht, wie du mir helfen könntest. Ich habe jede Menge Bestellungen bekommen. Jetzt, wo der Valentinstag vor der Tür steht, die Leute möchten hübsche Kleider für ein Date oder Stoffherzen als Geschenk und ich weiß nicht mehr, wo hin vor lauter Arbeit. Eigentlich war alles in Ordnung. Ich habe eine Übersicht über alle Bestellungen gemacht, gemeinsam mit den Namen und Adressen aller Kunden. Auf einem anderen Zettel habe ich mir dann notiert, wer was von mir bestellt hat. Aber alles umsonst, seufz. Nach dem Frühstück heute habe ich einen kleinen Spaziergang auf Steves Farm gemacht. Ein bisschen frische Luft schnappen vor der Arbeit. Aber als ich nach Hause kam, konnte ich weder meine Übersicht noch meine Notizen finden. Ob ich sie auf meinen Spaziergang genommen habe? Das glaube ich nicht. Du meinst, du kannst eine Runde auf Steves Farm reiten und nachsehen, ob du etwas findest? Ich glaube kaum, dass du etwas finden wirst. Aber danke, dass du es versuchen willst. Ja, natürlich, Donald. Das machen wir einfach mal. Und dann reiten wir los. Ich hoffe, euch hat das Vorlesen gefallen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht so gut lesen. Und ja. Aber man kann sich ja immer verbessern. Ne? Oh mein Gott. Da war schon eine. Auf einer Suchstation. Wir machen auch nur so viel, wie wir schaffen. Okay. Nichts gefunden. Okay, dann würde ich. Oh, da kommen Herzchen raus, wie süß. Könnte das denn noch so versteckt sein? Irgendwie überhaupt gar keine Ahnung, weil das zeigt das irgendwie an, aber wenn ich reinreite, dann. Irgendwie noch nicht. Jetzt bin ich vor dem Mittelpunkt. Ja. Ach, da hinten ist eine Stelle. Okay. Ah, stopp. Du kannst doch nicht so schnell laufen, meine Kleine. Oh mein Gott, das ist struppig. Struppig. Was nichts Interessantes gefunden. Ja, ich weiß. Ach, komm schon, wir finden das. Wir wollen Recht haben. Au. schneller. Du findest einen Zettel, der Donald gehören könnte. Oh, juhu, wir haben recht. Also wir haben einen Zettel gefunden, keine Ahnung, ob das genau da. Scheibenkleister. Upsi.
Okay. Nee. Doch nicht so elegant, wie es eigentlich sein sollte. Ja, egal. Dann drehen wir halt hier die Runde. So. Hallo, Donut. Du sagst, du hast etwas gefunden. Darf ich mal sehen? Das ist meine Übersicht. Hast du meine Notizen auch gefunden? Okay. Nächste Quest. Man darf sich nicht zu viel erwarten. Es war gut, dass du meine Übersicht gefunden hast. Aber was hilft sie mir ohne meine Notizen? Alles, was ich nun weiß, ist, wer bestellt hat, aber nicht was. Entschuldige, was sagst du, Evangeline? Du sagst, du reitest los und fragst, wer was bestellt hat? Oh, vielen Dank. Wie lieb von dir, dass du das machen willst. Aber entweder die Leute sind nicht zu Hause oder sie werden sauer. Weil sie nochmals fragen, was sie bestellt haben. Und wollen keine Antwort geben. Ja, du hast recht, Evangeline. Reite los und frage. Hilft es nicht? Schadet es nicht? Leih dir meinen Block und meinen Stift. Dann kannst du aufschreiben, was die Leute bestellt haben. Okay. Ach, schön, das ist nur hier. Ich dachte, dass wir rumlaufen müssen. Durch ganz Jorvik. Ach, okay. Da ist irgendwie... Ach so, zu Steve. Ja. So. Stopp, stopp. Okay. So, Steve. Eine Frage, bitte. Der ist bestimmt nett. Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Was denn? Hä? Ja, gut. Wir wollen eigentlich nur wissen, was... Okay. Oder? Nein, wir... Ah, stimmt, ich Dummerchen. Wir wissen, was bestellt worden ist, aber... Wir wissen nicht, wer will... Oder? Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Sorry, dass ich meine Stimme nicht verändere. Ich versuch's. Wartet. So. Und Felix. Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Die sagen alle das Gleiche. Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Wir stehen dann mal wieder zurück. Hallo Donald, wir haben die Leute befragt. Oh, vielen Dank, du hast alle erwischt. Das hätte ich mir niemals gedacht. Also das ist ja wieder mal typisch. Ach, entschuldige Evangeline, aber ich bin schon etwas genervt. Ich lege mich jetzt hin und komme erst zu Ostern wieder zurück. Meine Wolle ist aus und ohne Wolle keine Arbeit. Wie soll ich denn arbeiten, wenn ich kein Material für meine Arbeit habe? Ich könnte zu London gehen, aber das würde mindestens einen ganzen Tag dauern. Und selbst wenn ich diese Wanderung ohne verstauchte Füße oder gebrochene Rippen überleben würde, so schaffe ich es dennoch nicht, wenn ich mit allem fertig werden will. Muss ich jetzt mit der Arbeit anfangen? Wenn ich jetzt mit allem fertig werden will, muss ich jetzt mit der Arbeit anfangen, sorry. Was? Du reitest zu London und holst die Wolle für mich? Ist das wahr? Vielen Dank. Also dann kann ich es ja vielleicht doch noch schaffen. Weißt du, wo er ist?
Er steht mit seinen Schafen bei der Windmühle auf den Silverglade-Feldern. Ja, klar. Da reiten wir doch mal hin, ne? Natürlich wissen wir, wo der ist. Wir machen doch immer das Hasenrennen. Oder ist das... Oh mein Gott. Oder ist das der die Windmühle gehört? So, kurze Pause, damit es nicht so lange dauert. So, wir sind da. Ohne Wolle keine Arbeit. Guten Tag, Evangeline. Wie geht es dir? Mir ist schon ganz schlecht vor lauter Sorge. Du hast Johann auch nicht gesehen, oder? Ich weiß nicht, wie lange Johann verschwunden ist. Er ist immer so ein lieber Kerl und spielt hier mit den anderen Schafen auf dem Feld. Aber heute ist mir aufgefallen, dass ich ihn nirgendwo sehen kann. Ich kann die anderen Schafe hier nicht alleine lassen. Ansonsten wäre ich schon längst los und hätte mich auf die Suche nach ihm gemacht. Aber ich traue mich auch nicht von hier weg. Sollte Yuan sich nämlich verirrt haben und weg nach Hause und den Weg nach Hause finden, muss ich hier sein. Stell dir vor, der Arme kommt hierher und ich bin nicht da. Danke, Evangeline. Das wäre mir eine große Hilfe, wenn du losreitest und nach ihm suchst. Er kann mit seinen kleinen Hufen ja nicht weit gekommen sein. Wenn du Yuan gefunden hast, nimm ihn bitte mit zurück. Ja, natürlich. Okay, dann... Oh mein Gott, das ist voll weit weg. Ja. Ich versuche, meine Stimme zu verstellen, falls ihr es gehört habt. Hier, kleines Schäfchen. Wie geht es dir? Ach, kannst du nicht reden? Schade. Du hast Yuan beruhigt und er folgt dir nun brav. Besser gesagt, wir folgen ihm, ne? Ui, der kleine Aschi. Aschi. Oh, müssen wir ihn mitlaufen? Okay, das wird sehr lange dauern. Ja, ja, komm, Schäfchen. Beweg dich. Keine Zeit mehr. Nicht mehr lange Zeit, Schäfchen. Drehen wir ihn die ganze Zeit oder läuft auch in die Richtung, wo wir wollen? Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr nach Hause zu bringen in der Zeit. Ja gut, als Lückenfüller weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll, damit ich nicht langweilig ist. Vielleicht schreibt jetzt einfach mal irgendwas in die Kommentare, was ihr vielleicht für Videos noch haben wollt oder was ihr vielleicht bei mir oder von mir noch wissen wollt. Und ja, komm nach rechts, geradewegs nach rechts. Schreibt doch einfach in die Kommentare und lasst das Video laufen. Okay, es ist jetzt schon ganz schön spät wieder. Ganz schön viel Zeit vergangen. Deswegen würde ich sagen, ich drehe diese Folge weiter. Aber das ist jetzt erstmal für diesen Teil der Folge das Ende. Und dann würde ich sagen, bis gleich und ich filme jetzt sofort weiter. Okay, ciao!